gibt keinen Alternativwerkstoff, der so vielfältig ist in den Anwendungen wie Stahl. Stahl ist nicht wegzudenken aus dem alltäglichen Leben. Es gibt keinen Kontinent, auf dem ThyssenKrupp nicht vertreten ist. ThyssenKrupp ist definitiv ein Weltkonzern. Obwohl wir international tätig sind, ist und bleibt unser Ursprung hier im Ruhrgebiet. Hier am Standort Duisburg entwickeln wir die Werkstoffe für morgen. ThyssenKrupp Steel möchte der bevorzugte Partner der Kunden sein. Dafür tun wir sehr viel. Wir entwickeln zum Beispiel in Kundenpartnerschaften neue Technologien und neue Produkte. Ich finde es spannend, unseren Kunden zu helfen, ihre Produkte besser zu machen und täglich meine Arbeit auf der Autobahn zu sehen. Wir müssen sicherstellen, dass ein neues Produkt, was hier das Haus verlässt, bei unseren Kunden auch in Großserie anwendbar ist. Wir hoffen natürlich, in einem Dialog mit dem Kunden herauszufinden, wo er hin will. Die Inka-Projekte waren ein Teil einer Innovationsoffensive, die wir bei ThyssenKrupp gestartet haben. Wir sind in Vorleistung getreten und haben dadurch ermöglicht, dass unsere Kunden die Innovationen, die unsere Forschung sich ausgedacht hat, schneller in die Fahrzeuge zu bringen. Im Endeffekt kümmern wir uns heute schon um die Lösung der Probleme von morgen bei unseren Kunden. Wir entwickeln auch Stahlsorten, weil ein Stahl herzustellen ist wie eine Kochkunst und kleine Rezepturen verändern den Stahl in jeglicher Hinsicht. Ja, Stahl ist ein super Hightech-Produkt. In eine ganzheitliche Umweltbilanz schneidet Stahl besser ab als andere Werkstoffe. Stahl ist sicherlich Werkstoff der Zukunft. Sein Potenzial ist längst noch nicht ausgeschöpft. Ingenieurinnen sehe ich in unserem Stahlwerk ein riesiges Potenzial, vor allem in den Nebenprodukten. Wir produzieren hier unsere Prozessgase. Das lässt sich nicht vermeiden, das ist ein physikalischer Prozess. Wir können nur versuchen, mit diesen Emissionen was Sinnvolles zu machen. Das Stahlwerk der Zukunft wird noch stärker vernetzt sein mit umgebenden Industrien. Damit ist es ein Beispiel für Industrie 4.0. Stahl ist wichtig für die Energiewende, weil unsere Elektrobleche beispielsweise die Elektromobilität weiter voranbringen. Ja, Windkraft stellt einen der größten Teile für die Energiewende dar. Ohne Elektrobahn wäre das nicht möglich. Mein persönlicher Antrieb ist, gemeinsam mit einem Team die Zukunft des Konzerns mitzugestalten. Ich werde immer stolz sein auf unseren Stahl. Ich finde es sehr spannend, das Ergebnis der Arbeit von mir und meinen Kollegen beobachten zu können. Ich bin stolz auf meine Arbeit jeden Tag. Wir müssen verstehen, dass da hunderte Leute an so einem Produkt dran sind. Ich bin stolz auf meine Arbeit, weil ich live dabei bin, wie sich ein jahrhundertealter Traditionskonzern neu erfindet.